Licht in der Felddienstarena. Den gibt's heute zu sehen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Den kannst du nicht ganz aus dem Spiel nehmen. Dazu ist die Qualität zu groß. So in March day and night, by the big cooling tower, hier nun die Ausstellung der Gastgeber. Wir haben kurz einen Blick drauf. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Da reden wir 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf einzubringen. Leiter der Partie ist heute Alex Vorbei. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Ganz einfach an den Ball gekommen. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Kopfballchance. Nur Müller. Das, gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Messi. Ball im Tor. Messi macht ihn. Mal wieder ein Treffer vom Argentinier. Wie so oft. Er ist so extrem torgefährlich. Und da bleiben sie cool. Gutes Abspiel. Und dann natürlich kein Problem. 6 Minuten hat es gedauert und schon haben wir das erste Tor. Pulsetti. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Klasse Tackling hier. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Thomas Müller! Da ist er drin, ein tolles Tor. Und da fällt ein weiteres Tor. 2 Treffer in so kurzer Zeit. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Terzi. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Sehr guter Einsatz. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Das könnte gefährlich. Lionel Messi! Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Marcelo! Oh, ein Eigentor. Und hier nochmal das unglückliche Eigentor. Ja, das ist natürlich bitter, aber das kann eben passieren. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Heißt es hier auch. Pulsetti. Jetzt müssen sie aufpassen. Nkudu.
Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Der Angriff könnte was werden. Messi versucht. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. İlkay Gündoğan. Und da haben wir es, das Tor. Guter Standard. Damit kam die Verteidigung nicht zurecht. Und so fällt das Tor. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Wichtig vor allem die Vorbereitung dieses Treffers. Eine richtig gute Ecke. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Pulsetti. Da passt er auf. Er ist frei, da kann was draus werden. Messi mit dem Versuch. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Jetzt die Flanke. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Gut aufgepasst. Und jetzt Müller. Und er gewinnt den Zweikampf. Messi treibt den Ball nach vorne. Da kommt der Schuss. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Ein herrlicher Kopfball genau unter die Latte. Javi Martinez. Da passt der Klasse auf. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Nee, nee. Wird's jetzt gefährlich. Er schießt. Gute Aktion vom Torhüter. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Das könnte die Chance werden. Gute Aktion. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Gündoğan am Ball. Javi Martinez. Die Gäste werden wechseln. Da kann er ihn stoppen. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Errasti. Pulsetti. Klasse Technik. Er scheint erstmal weitermachen zu können, Buschi. Na? Das könnte die Gelegenheit geben. Jetzt der Schuss von Messi. Tor, der Ball ist drin. Der Torhüter kam nicht mehr entscheidend ran. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5-0. Gute Aktion. Messi jetzt am Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Terzi.
Und es gibt noch eine Zugabe. 4 Minuten Nachspielzeit. Da passt er auf und geht dazwischen. Und jetzt Müller. Da kommt der Steilpass. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Da kommt der Schuss. Und ein weiteres Tor. Und da macht er sein zweites Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Sechs Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Das spricht eine deutliche Sprache. Das Debakel ist schon nachhalb. Der Ball rollt wieder. Ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten wie in Durchgang 1. Jetzt müssen sie aufpassen. Messi! Bender. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Messi versucht. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ball im Aus, Abstoß. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Dieser Mannschaft merkt man wirklich an, dass sie eingespielt. Das macht der Torwart gut, den Ball hat. Er gibt Freistoß, klar. Und jetzt die Chance. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er geht aufs Tor zu. Messi mit dem Versuch. Da passt er klasse auf. Thomas Müller, da schießt er. Den Ball. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Javi Martinez. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Messi. Das könnte gefährlich werden. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Er entscheidet auf Freistoß. Das könnte die Chance werden. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Und jetzt Gündogan. Das macht er gut. Geht er rein. Ein unfassbares Tor. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Pass auf die Außenbahn. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut.
Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Stark gemacht, das könnte was werden. Messi! Ein fantastischer Treffer. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn, bei ihm klappt heute wirklich alles. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Errasti. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Da passt er auf. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt die Chance. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Klasse Aufbauspiel und das Tor dann fast folgerichtig. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das ist, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Hier gibt es für sie heute nichts zu holen. Im Moment zumindest sind sie in allen Belangen unterlegen. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Den Freistoß setzt er in die Mauer. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. So, Sie sehen gerade eingeblendet die Eckenstatistik. Javi Martinez. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Er schießt. Abgefangen, gut gemacht. Marcelo. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Errasti. Er spielt den Pass zurück. Sie haben den Ball. Errasti. Sané. Jetzt ist das Spiel gleich um und man muss sagen, spannend, ganz souverän hier vom Torhüter. Thomas Müller. Das könnte gefährlich werden. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Gut verteidigt hier. Thomas Müller jetzt. Jetzt ist er durch. Da ist er durch. Und Müller schießt. Und da haben wir es, das Tor. Er macht tatsächlich sein drittes Tor. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selten. Und das war's. Feierabend. Eine eindeutige Nummer war das heute. Ein souveräner Sieg heute. Sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Ja, Wolf, das nenne ich einen überzeugenden Auftritt.
Wie hast du die Leistung von Gündogan in dieser Begegnung gesehen? Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung.